Jo, liebe Leute, willkommen zu meiner entjungfernden Survivor-Runde auf dem aktuellen Public Test Build. Zum allerersten Mal gegen The Blight. Hoffe ich zumindest. Wir werden sehen. Ich freue mich auf jeden Fall. Die Q-Times sind ziemlich gut, weil ich glaube, es gibt kein Matchmaking. Naja, immerhin können wir dann hier ein bisschen entspannt spielen. Yo! Oh mein Gott! Das ist ja fantastisch! Guck mal, Alter! Boah, ich liebe die neuen Animationen. Das ist awesome, Alter. Das ist auch so ein bisschen ASMR, oder? Also, denkt euch jetzt mich einfach mal weg. Der Kabelmann, Junge. Der Verdrahter der Herzen. Das Kupferspitzchen. Sehr schön. Oh, David, da geht er mit der ganzen Faust gleich rein. Du Tier! Jo, das ist wirklich, also, wie kann man das nicht feiern? Das finde ich great. Vor allem, dass sie halt für jede Richtung, aus der man das repariert, halt was anderes eingefügt haben, ist großartig. Sehr schön. Ich gehe mal davon aus, es ist der neue Killer, weil er noch keinen erwischt hat. War ein Scherz. Der Clown in mir, der kommt manchmal sehr intensiv ans Tageslicht. Oh, was haben wir denn hier? Oh ja! Da galoppelt er von... Ha! Holy shit! Oh, das wird interessant. Das ist ja ein entzückendes Erlebnis hier, Alter. Ha, sieht das dumm aus, einfach. Oh, shit. Wie er da mit seiner Schnauze einfach dagegen rammelt. Das ist dumm. Oh mein Gott, I love it. Wenn ich diese Oni-Vibes hier kriege, so vom Intensitätsfaktor der Chases her, halt, ich meine, gut, es werden jetzt wohl relativ viele unerfahrene Killer sein. Zusätzlich zu dem Fakt, dass halt niemand wirklich gut sein kann mit dem Killer jetzt. Aber, ja, wenn die Leute erstmal damit umzugehen wissen und das dann einfach so krass schwitzig wird wie gegen einen Oni, der seine Power hat zu spielen, halt einfach aus der Geschwindigkeit heraus, wisst ihr, was ich meine? Dann macht mir das mega Bock. Ich liebe es. Oh, shit. Oh, no. Fängt das? Oh mein Gott. Der hat den längsten aller Stöcker. Beeindruckt von ihm. Yo, jag mich, Alter. Der Strohküsser. Och, nee. Kommt er noch? Ja, ich glaube, er hat abgelassen. Alrighty. Aber ich will eigentlich gechased werden, so. Also halt, egal ob ich jetzt sterbe oder nicht, ich will das einfach erfahren. Oder kommt er wieder? Huch! Oh, ich dachte jetzt, er dreht sich rein, ne? Ich glaube, die muss sie zerbrechen, Mann. No, Jungle Gym ist interessant. Ich glaube, damit kann er nicht viel anfangen damit, ja? Ja, halt, durch eine Tür zu kommen, ist halt so Arsch. Alright. Hast du dich gesammelt, kurz? Es ist einfach so dämlich, ey. Was krieg ich denn? Oh, knapp, Alter. Schade, hätte ich einen Skillcheck nicht verkackt. Aber ich hab mir ihn zu intensiv beäugt, würde ich sagen. Oh, er ist da. Vielleicht sollte er da... Also, das war smart von ihm, dass er da keine Zeit verschwendet. Das muss man ja mal zugeben. Ich hab noch Dead Heart. Jo. Oh, Mann. Oh, Mann. Hätte es einfach in der Richtung bleiben sollen. Gerade von Smart sprachen. Yikes, du. Das ging super schnell. Okay, Buddy. Ja, komm. Ah, der kann... Ja, der wäre sowieso nicht durchgekommen, oder da? Ich weiß nicht. Muss er die erzählen, Alter. Oh, warte mal. Der hat noch Bock. Ja. Palettenfake. Oh, er fällt nicht drauf rein. Okay, dann bin ich tot. Alright. Bad. Ich habe noch DS, also wenn irgendwer... Oh, mein Team ist weg. Das ist ja großartig. Ja, das ist Public Test Build. Das ist eigentlich auch vollkommen egal.
Aber der, ich glaube, der David ist das oder so. Der ist noch da. Ah, der macht da Totems oder irgendwas. Der wird mich verlassen. Oder kommt er? Warte mal, der Killer geht auf jeden Fall weg. Oh, er ist unterwegs, Alter. Noch 10 Minuten, dann ist er da. 3 Tage später. Yo, Schnuckiputz. Wenn du dich jetzt mal... Du hast drauf gewartet, bis er zurückkommt. Das ist natürlich amazing. Schlag mich. Yeah. I-Frames und ich habe auch noch Borrowed Time. Du brauchst mich nicht decken, Mann. Na, jetzt muss ich nämlich decken. Ich weiß nicht, ob er schlägt wieder vorher. Oh mein Gott. What the fuck? Okay, jetzt habe ich kein Borrowed Time mehr. Oh, ich kann nicht deadharten. Oh, der hat ein Dings. Irgendein Addon oder so ein Scheiß. Perk, keine Ahnung was. Oder ist doch da diese Handschellen? Ist es das? Weiß gar nicht. Fudge! Ich hab doch DS, aber wenn er. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es rauszukriechen schaffe. Guck mal, wenn man mich jetzt aufhebt, dann. Wow. Tja, Thaddeus. Hätte er den David gefangen, wäre das gut für ihn. Komm, go! Yeah, buddy! Sexy! Sehr schön. Ja, das hat Fun gemacht. Das war mega lustig, ey. Ist halt, also, ich weiß nicht. Also, ich finde, als er zu spielen, spaßig. Klar, er hat jetzt auch noch einen frustrierenden Part. So, ich weiß halt auch gar nicht. Ich glaube, das Medkit sieht doch auch sehr aus dem Toys R Us Store, ne? Ja, macht Sinn. Er ist noch sehr frustrierend, aber halt auch viele Momente, die ihn einfach super spaßig machen, muss ich sagen. GG. Als bemüht. Easy. Come on. Sei nicht der Typ, Alter. Auf dem PTB. Im Rang 16 Killer, Alter. Ein Killer, den niemand kapiert, noch nicht. Warum muss man so ein Arsch sein? Ich finde, er hat es gut gemacht. Also halt so im Rahmen seiner Möglichkeiten. Das sieht halt bei jedem halt so dämlich aus. Aber man versucht herauszufinden, wo man das am besten einsetzen kann. Das ist doch gut. Ich werde übrigens wahrscheinlich auch nicht viele Videos machen, weil, wie wir alle erfahren haben, wird der ziemlich deutlich geändert. Sexy Outfit fängt. Von daher weiß ich nicht, ob das jetzt so Sinn macht, den auch weiter zu testen halt, wenn sie vieles an ihm einfach changen. Hi, Alter. Wow! Kein Cooldown, Baby? Oh, doch ein Cooldown. Hey, what? Der hat doch geschlagen. Okay, bitteschön. Ich war dir ein Zahnarzt. Er ist rauszieht. Aber ich will mich eigentlich jagen lassen. Das ist einfach super fun. Es ist halt eine harte Map jetzt hier auch. Ne? Es gibt so viel Strukturen, die du da halt tight nehmen kannst. Wehe, du mischst meine Freunde auf, Alter. Yeah, komm. Come for that ass. Oder auch nicht. Der hat gar keine Lust auf mich, Alter. Der hat sich satt gesehen an meinem Fleisch. Mein Booty ist wohl nicht knackig genug. Da möchte ich aber Einspruch erheben. Yo, Claudette. Zum Glück bist du da. Was geht hier ab schon wieder? Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich wirklich viele Videos machen will, weil wenn er wirklich so geändert ist, dann nützt es nichts, es sich jetzt so anzutrainieren oder was dazu zu sagen, weil das ist in einer Woche dann eh irgendwie obsolet. Ich hoffe ja, dass sie nochmal einen Public Test Build patchen, damit wir das Neue irgendwie testen können, weil sonst ist es halt so ein bisschen scheiße. Oh mein Gott, ich war gerade verwirrt. Ich dachte gerade, der hat wen anderes gedownt. Der hat den Perk. Muss ja hier aufpassen, ey. Oh shit, ich bin One-Shot. Eine Minute? Das kann ganz schön lang sein, Mann. Angst. Kapitalisiert er drauf? Ne, der checkt's nicht so richtig, ne? Der hat aber durch meinen Schrei also hat so eine Benachrichtigung bekommen eigentlich. Es kann sein, dass der Sound broken ist.
Stimmt. Vielleicht hat er das nicht gesehen oder gehört deswegen. Ja, Dude, ich bin's. Der One-Shot-Typ. Mich willst du jagen? Nein, nicht die arme Fänge. Und er kickt es nochmal oder schlägt. Wenn ich das jetzt wieder anfasse, wird der Timer zurückgesetzt? Ah ne, der ist auf Cooldown, ne, der Perk. Warte mal. Ich hoffe, dass er mich nicht sieht. Jetzt bin ich wieder safe. Ist der auf Cooldown? Ja, scheinbar. Komm, ist eh gleich fertig. Let's go. Okay, lass dich mal anfassen, Süßer. Nein! Lass dich nicht die Arme! Nein! Der Obi hat mich geslammt, Alter. He smacked that ass. Oh no, he coming. Oh. Ja, wir können das nicht beide loopen. Hau ab. Hau ab. Ich will den. Das ist meiner. Nein. Ja, genau. Nein. Scheiße. Interesting. Okay, wir haben einen Gen geschafft. Noch viermal das Ganze. Was ein Kampf, ey. Ich liebe solche Runden. Okay. Sortieren wir uns jetzt neu. Sind wir jetzt mal produktiv. Okay, der hat wen erwischt gerade. Oh, shit. Okay, dann werde ich jetzt, glaube ich, mal kurz hier mich an den Gen setzen. Um ein produktives Mitglied der Gesellschaft zu sein, nicht wahr? Ja, ist nicht viel passiert. Außer zwei Haken, die er, glaube ich, gekriegt hat. Aber soll er halt mal. Ich weiß nicht, was abgeht. Warte mal, ich guck mal. Ich will jetzt hier eigentlich nicht an Gens hängen. Okay, da ist ein Self hier am Start. Eine kleine nice Action. Hier wird ein Gen gemacht. Fäng, du bist doch verwundet. Ja, lass dich mal touchen. Auf einen erneuten Versuch. Ich weiß nicht, was der Killer gerade macht. Jagt wahrscheinlich den anderen Gesunden. Ich höre nichts, ich sehe nichts. Okay, die ist mit Self hier fertig. Ich ja auch gleich. Und dann machen wir vielleicht noch den Gen zusammen. Ja, und dann hat er Druck, der Gute, ne? Es ist so ruhig. Warum ist das so leise? Gibt es nicht irgendwie so ein atmosphärisches Hintergrundrauschen? Ich dachte, diese Soundprobleme erstrecken sich nur killerseitig irgendwie, aber falsch gedacht. Oh, wir kriegen Besuch. Fang! Oh nein. Jo, viel Spaß mit dem, Alter. Ach, die habe ich gerade so schön hergerichtet. Was soll denn das? Feuer frei. Oh, sicke Jukes, Claudette. Quasi mega sick. Hauptsick. General Zickovic. Der ist unterwegs, aber der hat aber einen Plan, ne? Der will das nutzen auf Biegen und Brechen. Das ist vielleicht nicht das Smarteste, aber ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass er sich halt einfach damit beschäftigt. Ich meine, er könnte auch halt einfach mit Maustaste 1 am Start hinter ihr herrennen, aber nee, der will das jetzt viable machen. Guck mal. Da hat man eigentlich ganz schön gesehen, wie der Killer halt so die Distanzen zwischen den Paletten überbrücken kann. Der kann jetzt vielleicht nicht viel machen an Loot, beziehungsweise nichts damit. Aber er kann die Distanz zu, also zwischen den Strukturen, wenn der Survivor wegrennt, quasi überbrücken. Hier, ich höre Raben, hier ist doch irgendwer AFK. Das macht also unser vierter Mann. Warte mal. Vielleicht mal heilen? Oder was machen wir? Bin verwirrt. Geht sie jetzt dahin? Oh, das ist im Schrank. Yikes. Wow. Oh, jetzt disconnecte doch nicht. Wir sind bei zwei Gens. Anderthalb. Wow, das Spiel hat eine scheußliche Wendung eingenommen. Jo, ich lasse mich jetzt so lange von dem jagen, bis ich umfalle, Alter. Dann beenden wir es einfach. Das ist okay. Es sei denn, geht es zum Schrank. Ja. Holt den bzw. diejenige raus. Und ich hake die Fänge nochmal ab. Die hingen nämlich noch nicht. Sehr schön. Warte mal, wir kommen nochmal zurück, Alter. Wir werden das Etablissement verlassen. So, come here. Vielleicht Hatch.
noch hat er nicht gekickt. Oh, da struggelt jemand. AFK-Man ist aufgewacht. Yeah! Slap the shit out of him. Oh Mann. Wie lange sind 30 Sekunden? Das ist so dumm. Weißt du überhaupt, dass ich hier bin? Ich glaube nicht. Oder er interessiert sich einfach nicht für mich, Alter. Komm her. Renn, was das Zeug hält. Komm. Yeah. Ist jetzt vorbei? Ich will den anfassen, Alter. Der soll meine Arbeit nicht zunichte machen. Die hat sowas von The Size of Strike. Okay, Kirk ist alle bei ihm. Ja, komm, heb sie auf. Was soll schon passieren? Oh Mann, Alter. Was für eine Bulli-Aktion. Oh, der kann einem aber auch leid tun. Ah, yikes. Ja, hier, was soll er hier machen? Ja, Dude, hier wäre es wirklich am besten, du rennst einfach drum rum, bis es vorbei ist. Lass es über dich ergehen, so. Mit Speed-Addons könnt ihr da hinten an der Wand abprallen und mich dann abfangen, bevor ich um die Ecke bin. Schätze ich mal. Weil die sind insane schnell. Okay, nee, der wird... Wird sich einfach bloß eine Tracht Prügel abholen. Das passt auch für mich. In Ordnung. Okay, sie macht da an, Jen. Jo, du weißt schon, was du da gerade treibst, ne? Nicht, dass hier irgendwer einen Notarzt rufen muss. Ein bisschen Angst. Aber die Lichteffekte, das ist so nice, Mann. Feels good. Andererseits bin ich gar nicht so der krasse Fan von dem Grafik-Update, was die Maps angeht. Es sieht geil aus, aber man sieht halt nichts. Wegen dem vielen Gras immer und ach, das ist alles das ist eine Katastrophe. Davor hatte ich Angst. Dass hier aber auch noch eine Palette ist, ist aber auch eine ganz schön kranke Map, Alter. What the fuck? Ja, komm. Zerbrich die und ich bin hier wieder safe. Was willst du tun? Oh, no! Dude! Okay, wo jetzt hin? Hier ist ein Fenster. Ja, hier ist ein Fenster. Wenn er hochkommt, kann ich das warten und direkt wieder in die Palette. Jetzt muss er sie zerbrechen. Okay, wo du hin? Oh, hier ist nichts mehr. Kommt nicht schnell genug rum. Tja. Ja, es halt. Ich kann halt auch nichts dafür, gegen welche Killer ich gematcht werde. Oh, scheiße. Gerade hatte ich ein Match gegen Oni. Ich weiß auch nicht, was das soll. So Bullshit, Alter. Einfach bloß Zeitverschwendung. Wir müssen halt einfach damit leben. Ich wollte das gut timen. Der curft nicht rein. Weiß nicht warum. Es verwundert mich, dass der keinen Cooldown hat. Der hat doch geschlagen, oder habe ich mich da verguckt? Krieg ich den hier noch? Ich glaube schon. Es wird knapp. Ja, wenn wir halt nicht, wenn das Matchmaking halt so wäre wie normal, dann würden wir wahrscheinlich irgendwie wieder 20 Minuten in der Lobby sitzen. Also lieber so als gar kein Spiel, meiner Meinung nach. Moin, Digga. Hit me away, Johnny. Do it. Yeah! Au, dich in den Hals. Meine Herren. Oh. Es war schön zu sehen, dass der... Der wollte, dass das Ding funktioniert einfach. Das war schön. Aber probably auch relativ low rank. Aber wie gesagt, was soll's? Was will man machen? Uns mal den Schaden hier angucken. Ich hoffe dann immer... Solche Leute sind nicht irgendwie demotiviert. Ja. Okay, Freunde. Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst mir auf jeden Fall gerne ein Abo springen, wenn ihr Bock habt. Dann können wir vielleicht dieses Jahr noch die 100k knacken. Wäre auf jeden Fall bombfunktionös. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Eventuell wieder auf den Live-Servern. Da bin ich mir noch nicht so sicher.
bis dann. Oder halt spätestens, wenn sie die PTB updaten, dann natürlich noch weiter hier. Aber ja, mal schauen. Bis dann, haut rein, macht's gut.